Hallo Steine-Fans und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf meinem Kanal. Und, was haben wir denn da? Den Schlitten des Weihnachtsmanns? Na, der wird jetzt aber mies geplündert, liebe Freunde. Herzlich willkommen und ich würde mal vorschlagen, wir gehen gleich mal da hinten und... Hallo Steine-Fans, hallo Lego-Minifiguren-Sammler und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf meinem Kanal. Passend zur Vorweihnachtszeit gibt es heute mal wieder ein kleines Gewinnspiel und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, passend zu den Tüten hinten beim Weihnachtsmann im Schlitten drin, wird es sich um die Lego-Minifiguren-Serien handeln. Wir haben ja zu Halloween das Ganze schon mal gemacht, mit einer kleinen Verlosung und so wird es auch heute wieder sein. Der Weihnachtsmann hat mir allerdings noch nicht seine Naughty- und Nice-List gezeigt, das heißt, ich weiß noch gar nicht, wer von euch reich beschenkt werden wird. Aber das finden wir im Laufe des Videos bestimmt heraus. Aber vorher sage ich mal, lieber Weihnachtsmann, da sind nur drei Tüten hinten in dem Schlitten. Mach mal ein bisschen den Sack auf. Wir wollen noch ein bisschen was mehr haben, glaube ich. Mein Kopf. So, bevor es losgeht und wir uns in die Figuren stürzen, ich bin schon richtig aufgeregt. Ich hoffe, du auch. Ich liebe es, Minifiguren aufzumachen. Erkläre ich dir noch schnell die Regeln fürs Gewinnspiel. Du hast nämlich zwei Chancen, dieses Mal eine Figur zu gewinnen. Die erste Regel ist genauso wie zu Halloween. Ich habe am Ende hier 20 Figuren stehen aus den Serien 1 bis 20 und du schreibst mir einen Kommentar. Ich glaube, du hast von den 20 Figuren so und so viele doppelt. Ja? Und wenn du dann richtig liegst mit deiner Anzahl an Doppelten oder besonders nah dran bist, dann hast du die Chance, eine dieser doppelten Figuren zu gewinnen. Das kann nur einer, ja, der richtig liegt. Wenn es mehrere sind, müssen wir noch mal auslosen. Kriegen wir schon irgendwie hin, ja? So wie zu Halloween, da hat das ja auch gut geklappt. So, die zweite Gewinnchance ist, du kannst in deinem Kommentar auch gleich schreiben, welche Figur du gezielt glaubst, das doppelt ist, ja? Also du könntest zum Beispiel sagen, ich glaube, du hast sieben Figuren doppelt. Davon ist es auf jeden Fall der Paintball-Typ als Beispiel. Ja, so, das kannst du machen und wenn du dann damit richtig liegst, also wenn ich wirklich den schon habe, wir sehen es ja, wenn der jetzt da drin sein sollte, ist natürlich Dead Giveaway, dann kommst du mit deiner Stimme in einen Lostopf mit allen, die eine richtige Figur erkannt haben und dann wird nochmal ausgelost. Ja, also du hast zweimal die Möglichkeit, eine Figur zu gewinnen. Es bleibt ein Gewinnspiel, die Chance ist da und ich denke, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Bisher hat es immer geklappt und die Figuren sind auch immer angekommen, also von daher sollte das kein Problem sein. Jetzt aber genug gelabert, die Schere ist bereit und wir gucken uns die Figur aus der Minifiguren-Serie 1 an. Es ist die zweite Tüte, die ich davon jemals öffne. Ich bin gespannt, welche Figur da drin ist. Oh, es ist der Forest Man. Da ist er, der, ja, Bogenschütze, der Forest Man von den Lego-Rittern, also den Lego Forest Man. Keine bedruckten Beine, kein Rückenprint, aber dafür einen soliden Vorderprint. Ist ja die Minifiguren-Serie 1, die ist ja schon super alt. Hat den klassischen Bogen in dem aber neuen Braun. Ja, könnte ein Zeichen dafür sein, dass ich mir endlich mal die Ritterburg kaufen muss. Aber ja, mal schauen. Coole Figur. Und es geht weiter. Moment, da soll er stehen. Okay, und, achso, hier, die Federn sind nochmal doppelt mit dabei. Und Figur 2. Oh, es ist der Dompteur. Da ist er. Eine coole Figur. Auch hier kein Rückenprint, aber einen hübschen Zylinder hat er auf. Ich mag den Print von seinem Frack mit diesem roten und dem weißen Hemd und dieser kleinen weißen Blume da. Eine weiße Peitsche in der Hand. Also es soll ein Zirkusdompteur sein. Könnte man jetzt noch irgendwie ein böses Tier sich dazu denken, was er gerade versucht zu domptieren. Ja, nette Figur. Den Gesichtsprint finde ich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, hat er gerade Angst vor dem Tier oder freut er sich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall aus Minifiguren-Serie 2, der Dompteur. Nummer 3. Oh, wer ist das? Das ist der Sumo-Ringer. Klasse.
Da ist er, der Sumo-Ringer aus Serie 3. Weiterhin kein Rückenprint, aber eine schöne dicke Plauze vorne rauf geprintet. Das Haarpiece ist cool. Das ist ja so diese klassische, ich sag's jetzt einfach mal japanisch anmutende Frisur mit dem Dutt obendrauf. Die Bronze-Statue hier ist bedruckt tatsächlich, kann man das sehen. Das ist innen eigentlich Tan, das ist ein Druck außen. Das finde ich ganz cool. Das ist ein schönes Detail, was ich so noch nicht kannte. Ja, keine Beinbedruckung. Also sind jetzt einfach gelbe Beine mit diesem roten, schwarzen Lendenschurz sozusagen. Ist in Ordnung. Hat man sich natürlich ein bisschen einfach gemacht hier bei Lego mit dieser Figur. Und Serie 4. Ich hoffe ja auf den hier. Den hoffe ich ja. Den Frankensteins Monster. Aber das wird wahrscheinlich mein Glück nicht haben sein. Oh, der Fußballspieler, glaube ich. So, mit Silberpokal, also den zweiten Platz hat dieser Fußballspieler gemacht, hat einen Rückenprint. Da ist er nur blau-weiß gestreift, also nur die Rückseite vom Trikot, aber das ist ja völlig in Ordnung. Vorne das Oktan-Logo, also der, wie sagt man da, der Sponsor der Fußballmannschaft ist das klassische Tankstellen-Logo, also die Oktan-Tankstelle, hat auch bedruckte Beine, das finde ich cool. Ja, mit diesem Gelb drauf, das ist auch in Ordnung. Gelb auf Weiß ist gut. An den Seiten auch bedruckt, dass man sieht, ja, der hat Schuhe und eine kurze Hose an. Hinten nicht mehr bedruckt, ist also nicht dual-molded. Die Frisur finde ich cool, das ist so die Medium Dark Flash Ron Weasley-Frisur. Die gibt es in Reddish-Braun, glaube ich, oder in dem Orange, immer bei Harry Potter. Coole Figur. Einmal einen dritten Platz und einmal einen zweiten Platz. Haben wir jetzt in Serie 5 etwa noch jemanden mit ersten Platz? Mal schauen. Könnte ja sein. Ich weiß nicht, ob da überhaupt einer mit ersten Platz drin ist. Oh, das ist die Affenforscherin. Da ist sie auch schon mit diesem Affenteil. Das bin übrigens einfach ich. Und mit einer Banane. Sie hat keinen Rückenprint, das ist schade, aber seitlich bedruckte Beine, um auch hier diese kurzen Hosen zu simulieren und darzustellen. Ansonsten ist das der Print vorne, ist ein schöner Zookeeper-Print, ne? Also mit dem aufgedruckten Zoo. Das finde ich nett, ist auch schön eine akzentuierte, also eine gezeigte Taille, ist also ein Frauentorso sozusagen. Den Kopfprint finde ich gut mit diesem Schönheitsfleck oder Leberfleck oder wie man das auch nennt. Die Frisur ist altbekannt, nichts sonderlich Neues. Ist nicht wirklich spektakulär, aber ist eine coole Figur. Warum sie den Affen so am Arm hält, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber naja gut, soll sie machen. Und Nummer 6. Ui, das ist die Flamenco-Dame. Die Flamenco-Dame kommt hier mit einem alten Slope-Piece als Rockteil. Das ist halt, wie gesagt, immer schade, weil es hier oben nur diese kleinen Noppen hat. Dadurch ist die Figur ein bisschen wackelig. Sie hat einen Rückenprint auf dem Torso, leider nicht auf dem Slope-Piece. Es wird also weiter gemeckert. Aber das Haarteil ist super. Das ist so eine Mischung aus so einer Pompadour-Frisur und dem Dutt. Also das habe ich so auch noch nie gesehen. Finde ich sehr cool. Das Fächerteil ist auch super. Freie Arme, hat also wirklich ein rotes, gepunktetes Kleid an. Das ist ja, ja, also hätte ich mir jetzt nicht unbedingt einzeln gekauft, aber so drin zu haben, schick. Da war letztes Mal der Gunslinger drin. Den fand ich ein bisschen cooler, aber naja, was soll's. Und Nummer 7. Der Tennisspieler, da ist er. So, und da hechtet der Tennisspieler gerade nochmal nach dem Ball. Ich stelle ihn nochmal vernünftig hin, dass wir ihn uns angucken können. Der ist wirklich nichts Besonderes. Also kein Rückenprint, seitlich bedruckte Beine in Gelb. Und mal wieder, also das zieht sich, hier ist schon die dritte Figur mit einer kurzen Hose, ist in Ordnung. Die Haare, ach, der Klemmkumpel guckt das Video wahrscheinlich nicht, aber das waren doch die Haare, die du haben wolltest, ne? Genau in der Farbe. Ha! Naja, siehst du? Selber schuld, wenn du die Videos nicht guckst, sonst könntest du ja sagen, du willst diese Figur haben. Der Kopf ist bedruckt mit einem Stirnband und wirklich so einem angestrengten Tennisspielgesicht. Ist auch, wenn ich jetzt richtig sehe, vom Gesichtsausdruck her einzigartig. Habe ich so noch nie gesehen. Der Tennisschläger ist cool. Den gibt es ja inzwischen auch in verschiedenen Farbvarianten. Ich weiß, beim Friends-Set mit den Apartments gab es den in Weiß irgendwie. Also nicht bei Lego Friends, sondern der Serie Friends. Wird da das erste Mal irgendwie vorgekommen sein. Ist ein cooles Dings, also ein cooles Figürchen. Leider, also
Es ist kein Ball dabei. Also so ein 1x1er Roundstud oder so mit einem Weiß wäre schon irgendwie cool gewesen, weil so hat er nichts zum Schlagen. Das ist schade. Aber wir gucken uns die nächste Serie an. Das ist Serie 8. Das Cowgirl. Da ist es, das Cowgirl. Erstmal ganz klar der Helm, der Hut mit dem Stern vorne. Tolles Highlight. Cowboy-Hut mit einem Haarteil dran. Leider kein Rückenprint und ich habe es fast gedacht, aber die Beine sind nicht Dual Molded, die sind nur an der Seite bedruckt. Aber es ist eine coole Farbe. Ist das das? Was ist denn das für eine Farbe? Es ist nicht Dark Tan, es ist irgendwie so ein Medium Nougat Dark Flash. Hast du nicht gesehen? Und dann mit dem Sandblau für die Jeans. Der Print ist wirklich cool. Ja, also der Frontprint, auch von der Hose, der kann sich sehen lassen. Und hier mit den Cowboy-Stiefeln, was das ja darstellen soll, finde ich echt, echt cool. Ja. Nette, hübsche Figur. Das Cowgirl, Serie 9. Oh. Hat mal 2,49 € gekostet. Oh ja. Wenn man jetzt eine Serie 9 für 2,50 € kriegen würde, da würde ich schon ein bisschen zuschlagen, glaube ich. Aber wird alles teurer. Und fast schon zusammengebaut kommt hier der Zyklop. Naja. Sag mal nichts dazu. Ich gebe vielleicht nur den Tipp, nochmals alte Video gucken von Halloween und das Gewinnspiel nicht aus den Augen verlieren. Jetzt geht der Helm nicht auf. So, da ist er. Cool. Mit Rückenprint. Toller Vorderprint. Mörderkeule. Den mag ich. Der ist wirklich cool. Und, oh, das war. Nee, jetzt kommt Serie 10. Jetzt kommt Serie 10. Ich hoffe, es ist Mr. Gold. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hoffe es trotzdem. Nein, es ist nicht Mr. Gold. Es ist der Centurion. Oder Decurion, glaube ich. Ich habe bei Asterix nie gut genug aufgepasst. Die Haarbürste ist so quer. Ich glaube, der Centurion hatte das so. Und das ist dann, glaube ich, der Decurion. Keine Ahnung. Der römische Krieger ist eine tolle Figur, hat keinen Rückenprint und diesen alten Papierumhang, der irgendwann ein bisschen ausfranst. Ist aber in Ordnung, ist ja auch schon eine alte Minifigur. Der Helm ist für mich hier das Highlight, ne? Also der könnte so auch in der Schatzkammer irgendwo gefunden werden oder im Museum stehen. Der Print ist ansonsten solide. Ist bedruckte Beine, schön bedruckt, muss man auch ganz klar sagen. Und ansonsten auch seitlich, ja, der römische Chef sozusagen. Mal gucken, dass wir die hier ein bisschen schöner aufstellen. So sieht es schon ein bisschen schöner aus. Die nächsten 10 kommen dann einfach hier nach vorne und wir machen weiter mit Serie 11. Oh, da ist auch noch ein Preisschild. Sonderpreis 2,19 €. Das ist natürlich, das ist super cool, das jetzt so zu sehen. Irgendjemand hat das hier mal für 2,19 € wahrscheinlich geschossen und jetzt, naja, umgerechnet deutlich mehr verkauft. Ja, man muss alles mal richtig machen, aber. Das wär so eine Goldgrube, so ein schöner Fund. Oh, wer ist das? Das ist der Gladiator oder so. So, das ist ja der Gladiator. Der hat so eine Snape-Frisur auf. Die ist dann später für Snape genutzt worden. Hat auch kein Wendegesicht. Da sind wir noch lange nicht bei Wendegesichtern. Der Zyklop hat ein Wendegesicht. Also ansonsten bisher keine andere Figur. Der hat einen coolen Print. Ja, der ist wirklich schön. Auch am Rücken ist dieses Bandolier noch weiter und auch der Gürtel, der Rücken ist nicht mehr nachmodelliert worden. Hier vorne, ja, richtig schön gemeißelte Muskulatur und hinten dann gar nichts. Das ist natürlich schade, aber bedruckte Arme und seitlich bedruckte Beine. Hier kann man schon so ein bisschen sehen, dass das Gelb nachlässt, weil Gelb auf Braun, das konnte Lego auch damals noch nicht. Eine hellere Farbe auf eine dunklere drucken, das ist schade. Hier haben sie es, wie haben sie es denn bei dem hier gemacht? Achso, das ist dunkel auf hell. Naja, klar, rot auf gelb, das geht einfacher, aber hier kann man sehen, das sieht nicht ganz so gut aus. Das ist der Gladiator-Schwertkämpfer und wir machen weiter mit der Serie. Welche ist das? Welche ist denn das? 12. Oh, das ist das Musketier oder der Musketier. Und da ist er, der Musketier, der Degenheld, der. Ja, Traum aller schlaflosen Nächte, könnte man sagen, mache ich aber nicht. Cooler roter Kopfschmuck hier, das ist das klassische
Federgedöns, was es auch bei den 80er, 90er Piraten gab. Ein goldener Degen, der ist natürlich nochmal sehr, sehr schick. Ansonsten hier offenes, weißes Hemd, ne? Gemeißelte Muskulatur, verwegener Schnorres und ein Grinsen. Also der ist hier wirklich der Held eines Schund- und Kitschromans. Coole Figur. Und wir machen weiter mit der Serie 13. Das ist die Ninja-Frau. Cool. Klemmkumpel, wir müssen endlich die Ninjas filmen. Ich weiß nicht, ob wir das zu diesem Zeitpunkt schon gemacht haben werden. Ich produziere gerade ein bisschen vor. Aber, oh, das ist auch schick. Mit Print unten drunter. Ja, also es ist nur eine rote Toga, kein Rückenprint. Aber das ist schon mal cool. Umso cooler ist hier diese Dark Red Rüstung. Ja, die ist klasse. Und dann haben wir hier das actiongeladene Kampfgesicht. Und die gleiche Frise, wie sie auch der Sumo-Ringer hat. Das ist die Samurai-Kämpferin. Ja. Mit zwei schwarzen Katanas ist, glaube ich, auch das Gegenstück. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welcher Minifigurenserie der erste Samurai-Kämpfer drin war. Ich glaube, es war in einer der ersten fünf. Hier ist es das weibliche Gegenstück mit einer coolen Rüstung. Ja, und ja, wir müssen die Ninjas filmen, Klemmkumpel. Ihr könnt ja mal schätzen. Wir erweitern das Gewinnspiel um eine dritte Chance. Schätze doch mal den Monat und dann noch so früh oder spät. Ne? Also frühen Monat oder späten Monat, wann ich das gerade aufnehme. Es ist auf jeden Fall noch mal deutlich früher, als dass es im Video, also als dass das Video veröffentlicht wurde. Dann kannst du noch eine dritte Figur gewinnen, wenn du in den Kommentaren den Aufnahmezeitraum ungefähr gut abschätzt. Naja, ich bin heute mal spendabel. Machen wir alle guten Dinge sind drei. Das hier ist die Serie 14, die Monsters. Oh, das ist der Bigfoot. Ohne Print auf dem Torso, aber da kommt hier der riesige Kopf drauf. Das ist auch ein Kopfteil mit dem grimmig guckenden Bigfoot-Gesicht. Und er hat eine Kamera dabei. Ist ja klar, weil wenn einer Bilder vom Bigfoot machen kann, dann der Bigfoot selber. Und es geht weiter mit der Serie 15. Oh, das ist der Wrestler. Cool. So, das ist die dritte Trophäe, die eine Minifigur hat. Hier ist es ein großer goldener Pokal und das ist hier der Wrestler, ein bisschen dem Ultimate Warrior aus der, ich glaube, WWF damals oder WCW irgendwie nachempfunden mit einem Championship-Gürtel um. Bedruckte Arme, das hatte der Ultimate Warrior, glaube ich, auch. Der hatte immer so eine Bänder an den Armen, also soll ihm bestimmt nachempfunden sein. Rückenprint mit ordentlichen Rückenmuskeln und ja, spärlich bedruckte Beine. Ich finde, diese Hose ist ein bisschen sehr dürftig, aber ansonsten die Füße, also die Schuhe mit den Blitzen an der Seite, das ist natürlich ein cooler Print. Der Wrestler, der Ultimate Warrior. Serie 16. Oh, nochmal ein Bogenschütze. Diesmal ist es der Rogue, Bogenschütze oder so. Schöner Gesichtsprint mit dem etwas wilderen Bart, den Muttonchops und dem, ja, dem Goatee. Und dann setzen wir ihm mal den Helm auf. Dann guckt er auch gleich viel, viel böser, weil der Helm hier so böse modelliert ist. Ansonsten ist schön, der Arm ist halt klasse, ne? Der ist hier an der Seite noch rot bedruckt, weil wir da oben dieses Bandolier haben. Und ja, ich grinse gerade. Dunkelbraune Beine, dunkelgrüne Beine. Die erste Figur in Serie 16, sie ist tatsächlich dual. Hast du mich gerade A genannt? Da ist er, der zweite Bogenschütze. Könnte auch irgendwie in einer Landschaft rund um die neue Königsritterburg vorkommen. Und es geht weiter mit Serie 17. Oh, das ist der Strongman. Gesichtsprint sieht erstmal in Ordnung aus. Ja, ist nichts super Spektakuläres, aber mit dem Mustache wird es dann natürlich unverkennbar. So wie man sich von der Freakshow früher oder so Jahrmarkts Veranstaltungen den typischen Strongman vorstellt mit 100 und nochmal 100 an seiner Hantel dran, einem Leotard-Anzug, ja, Rückenprint ist da,
Beine sind dual molded in Gelb und Schwarz. Hier sind die Beine also auch dual. Hast du mich gerade A genannt? Und es geht weiter mit der Serie 18 der Jubiläumsserie. Huch, na Mensch. Ich hoffe, man hat aufgepasst. Da ist er, der rote Legostein, das rote Legostein-Maskottchen mit dem blauen 1x1er. Und es geht weiter. Vorletzte Minifigurenserie, die Serie 19. Oh, das ist ja cool. Das ist dieser Space Warrior oder Space Policeman. Kein Wendegesicht, aber hier so ein Heads-up-Display oder Alien-Gesicht. Und wenn man ihm dann den Helm aufsetzt, cool. Der ist ja cool, der sieht cool aus. Er hat dann auch so eine Waffe zum Schießen und ein Data Pad Wanted. Built or broken. Das finde ich ja super. Reward, ganz schön großer Reward. Da muss man ihm das, glaube ich, in die rechte Hand geben. Build or broken. Das hat mich jetzt gerade abgeholt. Das fand ich wirklich gut. Das ist der Space Policeman. Und die letzte Lego Minifiguren-Serie für dieses Video. Oh. Na, tatsächlich. Das ist sehr enttäuschend. Es ist die Korsarin. Und warum das enttäuschend ist, naja, man kann es ja vielleicht. Korsarin-Ding. Kommt mit einem Wendegesicht und bedruckten Beinen, auch an der Seite bedruckt. Sieht so ein bisschen aus wie das weibliche Gegenstück zu dem Musketier, den wir da schon einmal hatten. Würde auch passen, weil sie auch das gleiche Federkopfschmuckteil hat. Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Dann finde ich sie jetzt ein bisschen cooler, wenn wir sie hier so direkt nebeneinander haben. Mademoiselle. So, weiß ich nicht, keine Ahnung. Sie kriegt das Kopfschmuckteil nochmal. Der hier hat das nicht. Naja, gut. Okay. Hallo, Fokus. Fokus. Jetzt. Na gut. Okay, Steinefans. Das war's dann an dieser Stelle auch mit dem Video. 20 Lego-Minifiguren-Serien haben wir geöffnet, 20 Figuren haben wir uns angeschaut und jetzt bist du an der Reihe, weil es ist ja immer noch ein Gewinnspiel. Schreibe mir gerne in die Kommentare. Erstens, was glaubst du, wie viele von diesen 20 Figuren habe ich doppelt? Wenn du da richtig liegst oder nah dran bist, kannst du eine der doppelten Figuren gewinnen. Zweitens, du darfst mir reinschreiben, was du glaubst, welche Figur speziell ich doppelt habe. Wenn du dann da richtig liegst und diese Figur habe ich tatsächlich doppelt, kommt der Name mit allen, die da richtig lagen, in einen Lostopf und du hast nochmal die Chance, diese Figur zu gewinnen, die du richtig erkannt hast, dass sie doppelt ist. Und drittens, schreibe mir gerne nochmal in die Kommentare, was du glaubst, wann, in welchem Zeitraum oder in welchem Monat ich dieses Video aufgenommen habe. Es ist ja das Weihnachtsspecial, aber ja, es wurde ja im Voraus produziert, das hatte ich ja vorhin kurz gesagt. Wenn du da richtig liegst, dann kannst du auch nochmal eine Figur der Doppelten deiner Wahl gewinnen. Also im Großen und Ganzen würden wahrscheinlich drei Figuren verlost werden, wenn ich denn auch drei davon doppelt habe. Aber ich glaube, das ist relativ eindeutig. Und jetzt sind wir dann tatsächlich auch am Ende des Videos angelangt. Wenn du bis hierhin geschaut hast, vielen lieben Dank. Schalte auch gerne das nächste Mal wieder ein. Das nächste Video könnte sein, dass wir uns erst im nächsten Jahr wiedersehen. Aber bis dahin bleibt ihr bitte alle gesund und ich würde sagen, schaut mal wieder öfter in eure Steinekiste, denn da gibt es immer, immer mal wieder eine tolle Verlosung mit einem Lego-Minifiguren-Gewinnspiel und natürlich ab und zu auch mal echt tolle Videos. Das war's von meiner Seite aus. Ciao, ciao.